Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Infovideo über das Quick Release Hub von Iris Paarmoder aus den USA. Nachdem dieses System zum schnellen Montieren und Demontieren des Propellers bereits auf den Bildern und Videos, die ich online gesehen hatte, einen guten Eindruck gemacht hat, hatte ich zwei Modelle bestellt, um zu sehen, ob sich der Eindruck bestätigt oder es in der Realität doch nicht so toll ist. Ich hatte mich bereits viel mit Dimitri, dem Entwickler, ausgetauscht und finde es toll, wie er Rede und Antwort zu seinem Produkt steht. Man merkt, dass er leidenschaftlich dabei ist und viel Zeit und Ideen in die Entwicklung dieses Produkts gesteckt hat. Inzwischen wurde das Sortiment bereits erweitert und es gibt neben dem hier zu sehenden Standardmodell mit Edelstahlpins auch eine nicht eloxierte Budget-Version sowie eine veredelte Premium-Version mit Titan-Pins. Die Grundplatte besteht immer aus Aluminium und die Standardausführung der Pins ist in Edelstahl gefertigt. Bei meiner ersten Lieferung hatten die Pins oben am Konus einen leichten Grat. Ich habe Dimitri darauf angesprochen und er hatte kurze Zeit später schon entsprechende Änderungen umgesetzt und seine Produktion optimiert. Diese unkomplizierte Zusammenarbeit und auch seine offene Haltung gegenüber Verbesserungsvorschlägen gefällt mir sehr gut. Die Deckplatte ist aus Carbon und wird wie die Grundplatte von Dimitri in der eigenen Werkstatt CNC gefräst. Der Kunststoffhebel wird in den USA 3D gedruckt. Es handelt sich aber nicht um einen einfachen 3D-Druck, wie ihn die meisten Leute kennen, bei dem ein Kunststofffilament durch eine heiße Düse gepresst wird. Dieser Hebel wird in einem hochwertigen Fertigungsverfahren hergestellt, bei dem das Nylonmaterial chemisch verbunden wird. Bei einem billigen Spritzgusshebel hätte ich durchaus Sorge bezüglich der Haltbarkeit. Diese Ausführung macht aber einen sehr guten Eindruck. Das Quick Release Hub wird zusammen mit den Schrauben, dem benötigten Loctite sowie einem 4mm Inbusschlüssel geliefert. Für die Montage empfehle ich jedoch die Nutzung eines Drehmomentschlüssels. So kleine Details wie das Mitliefern des benötigten Loctites heben das Produkt von anderen Systemen ab und zeigen, wie weit hier vom Entwickler ins Detail mitgedacht wird. Bei der Nutzung des Quick Release Hubs werden die teilweise verwendeten Distanzstücke, auch Spacer genannt, nicht mehr benötigt. Nur bei Paramotoren, bei denen ein Spacer verbaut ist, um den Propeller weiter vom Käfig wegzubekommen, muss er weiter genutzt werden. In dem Fall muss man jedoch entsprechend längere Schrauben besorgen. Bei der Montage ist wichtig, die Fläche und die Gewinde gründlich vor der Montage zu reinigen. Dann bringt man Loctite auf die Gewinde auf und zieht die Schrauben in einem Sternmuster an. Ich habe sie mit einem Drehmomentschlüssel auf 12 Newtonmeter angezogen. Nun kann man den Propeller zusammenstecken und auf die Edelstahlpins schieben. Nachdem die Deckplatte aufgesetzt wurde, schraubt man durch Drehen des Hebels die zentrale Schraube in die Grundplatte. Beim Umklappen des Hebels wird noch mehr Druck erzeugt. Wenn man die Schraube also bereits zu fest angezogen hat, muss man sie wieder etwas lösen, um den Hebel umklappen zu können. Vor meinem ersten Flug mit dem Quick Release Hub habe ich meinen Motor am Boden getestet und konnte keinerlei Veränderung feststellen. So, also ich bin jetzt gerade eine gute Stunde geflogen. Man merkt überhaupt keinen Unterschied, ob der Propeller mit Schrauben und der Deckplatte oder mit dem Quick Release Hub von Iris Paarmoder fixiert ist. Ist überhaupt, also für mich war jetzt keinerlei Unterschied feststellbar. Wie ihr seht, der Hebel ist immer noch ordentlich zu. Es braucht auch eben eine erhöhte Kraft, um den Hebel zu lösen, weil der erstmal dicker wird, bevor er dann wieder nachgibt. Und von daher ist das nach allem, was ich bisher beurteilen kann, eine saubere Sache. Es ist sehr gut gefertigt, das ganze System ist sehr gut durchdacht mit dem Gegengewicht und so weiter. Die Materialien sind hochwertig. Dieser 3D gedruckte Kunststoff wird nicht hergestellt. Diese Teile, wie jetzt in die allgemein bekannte 3D-Drucker, wo ein Filament durch eine heiße Düse gepresst wird, sondern das wird durch einen chemischen Prozess verbunden und das hat eine sehr hohe Festigkeit. Das wird in meinem Beruf, in der Orthopädietechnik, wird es mittlerweile auch verwendet. Da gibt es jetzt bereits die ersten Anbieter, wo 3D gedruckte Füße aus diesem Material haben
Und die sind dann entsprechend auch getestet und zugelassen für eine sehr hohe Belastbarkeit. Von daher habe ich da jetzt keine Bedenken. Wenn das jetzt ein günstiges Spritzgussteil wäre, wäre das was anderes. Aber so wie das Teil gefertigt ist, kann man da nichts sagen. Und da habe ich jetzt bisher sehr gutes Gefühl dabei. Wir werden natürlich sehen, wie es jetzt in einem Jahr aussieht, ob hier irgendwas ausleiert, ob irgendwas nachgibt. Aber diese Grundplatte, die Edelstahlpins und so weiter, das ist alles ja sehr langlebig. Und ich bin jetzt gespannt, falls ich jetzt hier bei dem Kunststoffhebel irgendwelche Abnutzungserscheinungen zeigen werden, kann man da sicherlich mit dem Dimitri sprechen, dass der da eventuell das sonst auch austauscht. Der ist da bisher sehr offen auf Ideen und Anregungen. Ich hatte ihm zum Beispiel gesagt, dass diese Pins hier oben noch einen leichten Grat hatten, dass ich das nicht so gut finde. Und das hat er jetzt schon überarbeitet, sein CNC-Programm geändert und anderes Werkzeug dort eingesetzt, sodass die neuen Pins dann jetzt von Haus aus schon glatt sind. Und von daher sehe ich da jetzt kein Risiko. Wenn du irgendwelche Fragen zu dem System hast, kannst du dich gern melden. Und ansonsten kannst du gerne in meinem Shop vorbeischauen, www.paramotorgermany.shop. Da ich das Quick Release habe, aber auch viele andere sinnvolle und nützliche Zubehörsachen fürs Fliegen zu finden. Und bei Fragen kannst du dich jederzeit gern bei mir melden. Viele Grüße und always happy landings, euer Benne, Paramotor Germany.